Mainz! Ja! Ja! Ja, hallo Mainz, oder besser, guten Appetit. Heute Abend geht's ums Essen. Viele Leute haben zu mir gesagt, Philipp, ein Programm über das Essen, muss das denn sein? Guck doch mal ins Fernsehen, wird da nicht schon genug gekocht? Da wird nicht nur gekocht, da wird gekocht, gebraten, gebrutzelt, gegrillt, gegatt, gedörrt, gedampft, gestampft, gerippelt, geraspelt, gerieben, püriert, paniert, blanchiert, panaschiert, kumuliert. Nee, das ist falsch, Ja, aber ihr wisst schon so, das Kochduell, das Promi-Dinner, C Prominente kochen Gerichte, die noch unbekannter sind wie sie selbst. Welcher Mensch des öffentlichen Lebens war nicht bei der deutschesten aller Hausfrauen? Ihr wisst, von wem ich rede? Alfred Biolek? Ja, obwohl, nee, der ist total out. Nee, der ist total out. Es gibt ja so junge Leute, so wie die Tim Melzer. Das ist so der Popstar, oder? Kennt jemand den Tim Melzer? Das ist der, der ist immer so lustig lispelt. Na bitte, soll er lispeln, aber wenn man schon lispelnder Koch ist, dann kocht man doch nicht unbedingt Zitrone-Sabayone, oder? Oder Sanderfilet mit Champagner-Weinsoße. Ja, und mit wem hat alles angefangen? Natürlich mit dem Jamie Oliver. Jamie Oliver, das ist der Wahnsinn. Jamie Oliver, Koch und Engländer. Ja, das war bisher ein Widerspruch in sich, oder? Ein englischer Koch, das war bei uns der Doseöffner gewesen, gell, der englische Koch. Selbst unsere Politiker tun heute lieber frittieren wie regieren. Die haben jetzt sogar ein Buch geschrieben, hier. Das Parlament kocht. Ja, was Politiker so anrichten, geht auch interessant. Ja? Ja, und das erste Rezept gebührt natürlich unserer Bundeskanzlerin. Ja, ich benutze das Buch eigentlich nur, um Eier abzuschrecken. Ja, komm, der war nicht so. Ja, und was kocht die Angela? Wirklich ohne Witz, da muss man als Komiker keine Witze mehr schreiben. Hier, Merkel kocht Kohl. Ja, und das nächste Rezept gebührt dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Und was kocht, wohl du hast? Weidelammkeule mit Zwetschgenfüllung. Lammkeule mit Zwetschgenfüllung. Ich würde sagen, ein Sinnbild für die bayerische Staatsregierung. Ein Schaf und eine Handvoll Pflaumen. Ja. Also, ein wunderschönes Buch. Hier zum Beispiel, oh, Finanzminister Schäufele. Was, Finanzminister Schäufele? Nee, Dagmar Wöll kocht Schäufele. Na, ich muss sagen, mit den alten Unionspolitikern kocht man auch nicht gern, oder? Wollen Sie zum Beispiel mit Helmut Kohl kochen? Der ist immer so ungenau mit den Mengenangaben. Ja, es werden Eier verwendet. An die genaue Anzahl kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Und ich habe den Hühnern auch versprochen, dass sie Namen nicht genannt werden dürfen. Ja, aber im Grunde genommen geht es uns doch genauso. Habt ihr das Gefühl, immer zu wissen, was ihr esst? So bin ich überhaupt auf die Idee von diesem Programm gekommen. Ich bin durch den Supermarkt gelaufen und habe mir eine Tütensuppe gekauft. Ich kenne so, manchmal esse ich ganz gerne eine Tütensuppe. Ich habe gesagt, jetzt machst du mal ein kleines Spiel. Jetzt greifst du mal blind ins Supermarktregal rein, holst dir irgendein Produkt raus, liest dir aber erst auf der Rückseite die Zutaten durch und versuchst dann zu erraten, was das für ein Gericht ist. Glaubt ihr, das ist leicht? Ja, wollen wir mal spielen? Komm, wir spielen mal Tütensuppenraten. Ja, guck mal. Weißt du, ich lese vor, ihr müsst erraten, was es ist. Also ich fange mit was ganz was Leichtem an. Kann man echt drauf kommen. Also, was ist das wohl? Hier. Weizenmehl, pflanzliches Öl, Stärke, Salz, Mehl, Behandlungsmittel, E500, E151, Stabilisator, Verdickungsmittel, Antioxidationsmittel, Maltodexin, Monosodium, Glutamat. Weißt du, was ich? Brötchen. Ja, du bist an Brötchen. Tütensuppe, habe ich gesagt. Ne? Na, das wird ein zäher Abend mit dir. Nein, das ist ein Ratsherrentopf. Oder das ist so ganz schön, weil ich muss sagen, das mag ich total, weil ich habe in Tübingen studiert, deswegen ist ein bisschen was. Also hier, was ist das? Weizenmehl, Jodsalz, Magermilchpulver, Maltodexin, Hefextrakt, hydrolysierte Proteine, reaktionsaromatisiertes Rindfleisch und Sellerie in Klammern explosionsgetrocknet. Und was ist das? Ja, nee, das ist eine Flätlesuppe. Ja, Flätlesuppe aus der Reihe Hausfrauenart. Ja, und man muss ja sagen, meine Mama war ja auch Hausfrau. Ne? Und wie oft hat meine Mutter zu mir gesagt, Sohnemann, meine hydrolysierten Proteine sind alle. Geh doch mal zur Nachbarin, bring gleich noch eine Tasse reaktionsaromatisiertes Rindfleisch mit. Ich gehe schon in den Keller und werf die Sellerie-Explosionskammer an. Ja.
Und wisst ihr was? Ganz am Ende steht immer, wo ist es hier? Aroma. Und manchmal sogar noch natürliches Aroma. Und ich finde, es ist nur bedingt informativ. Ich meine, was hat kein natürliches Aroma? Sportsocken. Haben ein intensives natürliches Aroma, so totaler Beschiss, weil zum Beispiel das Aroma aus diesem Erdbeerjoghurt, aus diesem Erdbeerjoghurt, kommt nicht aus Erdbeeren. Wisst ihr, woraus Erdbeerjoghurt-Aroma hergestellt wird? Aus Holz, genau. Steht aber nirgendwo drauf, ne? Oder haben Sie schon mal einen Joghurtbecher gesehen mit der Geschmacksrichtung Nutzholz-Maracuja? Nein. Ja. In einem ganz normalen Brötchen, in diesen ganz normalen Brötchen, sind heute bis zu 20 verschiedene Chemikalien. Ich habe mir aufgeschrieben, hier drin ist Weinsäure, Diacetylester, Glycerin, Calciumcitrat, Natriumcarbonat, Natriumhydrogenphosphat, Ascorbinsäure, Zitronensäure, Natriumsteryl-2-Lactylat, Wasser, Hefe. Sagen Sie, das ist ja ekelhaft! Was hat in so einem Brötchen Wasser und Hefe drin verloren? Ja. Sehen Sie, wir haben überhaupt gar keine Ahnung mehr, was wir essen. Oder haben wir ein Problem? Weil, wie sagt der Philosoph, du bist, was du isst. Doch woher soll ich wissen, wer ich bin, wenn ich nicht mehr weiß, was ich esse? Naja. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, meine Nahrung nur noch selber zu kochen. Wisst ihr was? Ich habe festgestellt, ich bin ein großartiger Koch. Ich bin ein Naturtalent. Okay, ich bin vielleicht kein Laffer oder kein Bocuse. Auch wenn viele Leute zu mir sagen, Philipp, du bist witzig, Mann. Nein, ich weiß, sind Hobbyköche hier, sind Leute da, die gern kochen? Ja, meine Spezialität ist zum Beispiel Sauce Matterhorn. Kennt jemand Sauce Matterhorn? Das ist eine Art Sauce Hollandaise, nur geronnen. Natürlich, kochen auf Meisterschaftsniveau heißt natürlich auch, niemals Fehler zugeben. In ihrer Küche passieren keine Fehler. Und wenn dann mal was daneben gegangen ist, dann ist die Suppe nicht versalzen, sondern auch Art der bretonischen Fischer saliniert. Seht ihr, ich koche wirklich wahnsinnig gern. Das Problem ist nur, ich bin jetzt umgezogen, lebe jetzt wieder allein in einer großen, großen Stadt. Naja, und für sich allein zu kochen, ihr wisst, wie es ist, macht keinen Spaß. Ich meine, versucht euch mal selbst euer verbranntes Schnitzel als Boff Bourguignon im Holzkohlemantel zu verkaufen, natürlich. Quatsch, ne? Und dann macht man sich halt doch wieder fertig Pizza. Und da guckt man sich doch wieder den Tim Melzer an. Versteht ihr, früher habe ich auf der Couch zu La Boum die Fete onaniert. Heute esse ich Dose Ravioli und gucke mir das Promi-Dinner an. Also bis aufs Zielorgan hat sich praktisch nichts verändert, könnte man sagen. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich jetzt im Internet gelesen habe, es gibt jetzt auch Slow Food, also genau das Gegenteil von Fast Food. Habt ihr schon was gehört? Slow Food, also langsames Essen. Schnecken, Schildkröten. Kleine Witz, wollte nur wissen, ob ihr noch wach seid. Gut, alles klar. Nee, und die Idee von Slow Food ist halt, dass man wieder selbst kocht und dass man auch weiß, was man kocht und wie man es kocht. Ich meine, viele Leute, die wissen heute ja gar nicht mehr, wie kocht man eigentlich Rucola. Oder jetzt, Rucola ist ein blödes Beispiel, aber... Dann habe ich gesagt, das mache ich auch. Ich gründe eine Slow-Food-Gruppe. Einmal in der Woche koche ich für mich und meine Freunde gesundes, nachhaltiges Essen. Problem ist nur, ich habe keine Freunde. Das ist aber, ja, aber ist ja kein Problem. Ich habe dann auf so einer Homepage für Großstadt-Singles geguckt. Ich meine, das sind junge Leute, kennt ihr das? www.elitepartner.de Akademiker und Singles mit Niveau. Ich habe gesagt, das braucht Slow-Food. Singles mit Niveau. Hab da auch noch mal bei www.russenschlampen.de reingeguckt. Naja, weil ich mir gedacht habe, das Auge ist ja auch irgendwo mit, gell? Na, Natascha bringt dich zum Kocher, da war ich doch richtig gewesen, oder? Kleine Witz. Hab dann einfach meine Nachbarn gefragt, also die Jungs und Mädels von meinem Stock, wo ich wohne. Petra, Jürgen und Dan. Da hab ich gesagt, super, wir machen Slow Food. Ich koch für euch, am Mittwoch koche ich für euch Slow Food. Und ich koch rheinische Rindsrouladen mit Spätzle. Weil ich bin ein großer Spätzle-Schaber. Kennt ihr Spätzle selber schaben? Mit so einem Brett, wo man so drüber läuft? Weil ich sag immer, der deutsche Mann kocht vielleicht nicht oft. Aber wenn der deutsche Mann kocht, dann soll's bitte schön die ganze Familie mitbekommen. Ja. Das heißt, jedem Teller Essen muss mindestens die zehnfache Menge an dreckigem Geschirr gegenüberstehen. Das ist eine Frage der Ehre. Hab ich gesagt, das ist eine gute Idee. Rheinische Rindsrouladen mit Spätzle, Pustekuchen. Furchtbare Idee. Eine Stunde vorm Essen, Mittwoch um 7 Uhr, ruft mich die Jürchen an. Philipp, vielen Dank für die Einladung, aber du musst ganz arg aufpassen. Ich habe China-Restaurant-Syndrom. Weißt du, was es ist? China-Restaurant-Syndrom. Lass mich raten. Ich habe den Hund umsonst geschlachtet. Nee, ich habe Allergie auf Geschmacksverstärker. Was, Geschmacksverstärker? Ich benutze doch keine Geschmacksverstärker.
Wer wäre denn so wahnsinnig, auf die Idee zu kommen, den Geschmack meines Essens auch nur zu verstärken? Aber ich sage immer, es wurde keine Soße jemals so versaut, dass ein geübter Koch wie ich nicht mit 3 Esslöffeln Bratefix wie auf Kurs gebracht hätte. Kein Bratefix. Okay, dann gut, keine Rahmsoße. Gut, 5 Minuten später klingelt's wieder. Petra am Telefon. Philipp, vielen Dank für die Einladung. Man muss ganz arg aufpassen. Ich habe Zöliaki. Was hast du? Zöliaki. Habe ich gesagt, cool, bringen Sie doch einfach mit. Ja, ich habe keine Ahnung, von was die Frau redet. Nee, Zöliaki, das ist eine Glutenunverträglichkeit. Ich darf kein Weizen essen, kein Roggen. Damit waren meine Spätzle natürlich am Arsch. Er sagte, kein Problem, dann mache ich halt Kartoffelgratin. Ist da irgendwie Sahne drin? Ja, Sahne, Käse, Butter. Das geht doch an nicht, weil ich habe doch auch noch Laktoseintoleranz. Hä? Ja, Milchprodukte bekommen mir nicht. Na, Petra, wenn jeder nur machen wird, was ihm bekommt, gäbe es keine Ehen. Nee, na, da muss man nicht klatschen, wirklich nicht. Da hat er gesagt, nee, von Milchzucker muss ich immer ganz arg Pupsi, Pupsi, Pupsi machen. Da hab ich gesagt, ist doch ganz egal, wir machen doch Slow Food. Da ist doch Pupsi, Pupsi vollkommen in Ordnung. Natürlich, Pupsi, Pupsi ist in anderen Kulturkreisen ein Zeichen der Anerkennung. Warum tragen indische Restaurants Namen wie Palast der Winde? Oder? Ja. Da. Ja, ja, das ist Slow Food. Pupsi, Pupsi, locker durch die Hose atmen. Versteht ihr? Ja. Na gut, aber okay, wenn es dir unangenehm ist, dann von mir aus halt Pellkartoffeln. Super, glorioser Abend, Pellkartoffeln, Slow Food, ne? Klingelt's wieder? Bin ich natürlich schon leicht grätschig ans Telefon gegangen? Ökotropologisches Zentrum? Für originelle Essstörungen? Es war aber der Bernd. Ja, ich sagte, und Bernd, was gibt's? Ja, Philipp, ich weiß nicht, ob ich heute Abend mitessen kann. Oh Gott, warum kann ich jetzt auch nicht mitessen? Na, zum einen habe ich eine ganz schwere Nachtschattengewächsallergie. Was? Ja, Nachtschattengewächse, das ist Paprika, Peperoni, Auberginen und Tomaten. Kein Problem, bei mir gibt's Kartoffeln. Genau, und Kartoffeln. Scheiße! Hab ich gesagt, okay, auf die anderen nehme ich auch Rücksicht. Von mir aus dann halt Rouladen pur. Was, Rouladen? Ja, du weißt schon, Rouladen. Speck. Essiggurken eingewickelt in Rindfleisch. Geht es auch mit Soja? Und da ist mir ab der Krache geplatzt. Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht mit Soja. Es heißt nämlich Rindsroulade und nicht Fleischwickelzuckiyaki. In eine rheinische Rindsroulade kommt Speck und Essiggurken und kein Soja. Ja, ich habe geglaubt, das Soja auch irgendwie eher außenrum. Was, ich soll Speck und Essiggurken in Tofu einrollen? Bist du wahnsinnig? Nee, ganz ohne Fleisch. Warum? Ich esse kein Fleisch. Du reißt dich jetzt einmal zusammen! Entschuldigung, den Nachtschatten hast du wohl selber! Weißt du, was meine Mutter zum Thema Nahrungsmittelallergie gesagt hat? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt! Weil meine Mutter hatte eine ganz schwere Nahrungsmittelunverträglichkeitsintoleranz. Bei Leuten, die den Teller nicht lesen, sagen meine Mutter rot, bitte denkt man nach, der Mama konnte noch auch nicht kommen von wegen, oh Mütterlein, mein liebes Mütterlein, kein Kohl, alle Brassica-10-Arten lassen meine Darmzotten veröden. Bei so einem Spruch gab es einen Schlag auf die Backe und danach einen Extraschlag Wissing auf den Teller. Auf das hat meine Mutter gesetzt. Aktive Immunisierung. Oder da wird man doch nett, oder? Der eine hatte Allergie, der andere hatte Intoleranz. Ich habe mich gefragt, was kommt wohl als nächstes? Eine Gurkenpsychose. Oh, Entschuldigung, längliche Gemüsesorten hat mir mein Psychiater verboten. Die Spargelzeit reaktiviert meinen Penis. Nein. Oh. Naja, was soll ich machen? Habe ich halt die Roulade eingefroren? Ich sag, was machst du jetzt? Ja? Keine Panik, halt acht, muss ich improvisieren. Bin nicht auf den Kopf gefallen? Machst du Reste, oder? Reste kochen, kennt man. Das Schöne an einer Überflussgesellschaft ist ja, der Kühlschrank ist immer voll. Und der Kühlschrank war voll.
aber nicht mit Resten, sondern mit Kompost. Ach, mit Kompost, mit prähistorischen Relikten. Wenn der Salat so weitermacht, dann ist im halben Jahr Erdöl. Ja, ja, und der Käse deutet vom Mumifizierungsgrad auf das 5. Jahrhundert nach Christus hin. Ja, den haben doch die Ostgoten vergessen, als sie vorbei. Ja, und die Wurst kann ich an das Hessische Landesmuseum verkaufen. Da wäre Caspar David Friedrich neidisch geworden, in wie viel Regenbogenfarben so ein Odenwälder Kochschinken doch schillern kann. Ja, aber ist das nicht eine Schande? Da kauft man italienischen Bergkäse, Parmaschinken, Rucola und dann legt man es zum Autoklavieren in dieses Mikrobenparadies. Pff. Ich habe mal gelesen, der Ort der höchsten Keimbelastung in deutschen Haushalten ist der Kühlschrank. Klar, jeder Urinstein wird von der deutschen Hausfrau bekämpft, als gäbe es die Ebola einzudämmen. Aber bei der Milch wartet man gerne mal, bis sie auf eigenen Füßen aus dem Kühlschrank rausgeht. Ich habe gelesen, jeder Deutsche schmeißt im Jahr für 250 Euro Lebensmittel weg. Das muss man ja geben, oder? Ihr kennt man doch, oder? Man kennt die Obstabteilung, in Supermarkt, da kauft man Litschis und Kunkwarz und Danelos und Bananen, Ananas, trägt es alles nach Hause, drapiert es in der Terrakottaschale, wie ein niederländisches Stillleben und beobachtet es die nächsten 5 Wochen, bis die gesamte Biomasse in Form von Fruchtfliegen unter der Decke kreist. Ich habe gelesen, 1/3 des deutschen Haushaltsmülls, und wir reden hier wirklich von Millionen von Tonnen, ist nichts weiteres wie verdorben Lebensmittel. Na, erschreckend, oder? Und deswegen, zum Beispiel, um einen kleinen politischen Exkurs hier auch wagen zu wollen, zum Beispiel Gentechnik. Ja, gerade Leute von der FDP sagen immer gern mal, oh, wir Deutschen, wir dürfen doch den Anschluss an die grüne Gentechnik nicht verpassen. Denke ich mir, warum dürfen wir den eigentlich nicht verpassen? Wir haben doch jetzt schon Butterberge und Milchseen und Molkemoränen. Na, da brauchen wir noch größere Gurken, noch ertragreichen Weizen, noch schädlingsresistenteren Mais. Wir können doch froh sein, wenn wenigstens Schädlinge den scheiß Mais fressen. Ja, ja, ja. Wirklich, da werden Fatzgetriebe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist wirklich wahr, was ich erzähle, ist wahr. Also aufpasse, anschnalle. Um Erdbeeren unempfindlich gegen Frost zu machen, ja, gegen Kälte, hatten jetzt Erdbeeren die Gene von arktischen Flundern eingepflanzt. Das sind Fische! Und solche was sagen, ziemlich flinke, fitte Fische mit dazu. Die armen Erdbeerpflüger tun mir jetzt schon leid. Uah. Aber bitte, einen Fisch und eine Erdbeere kreuzen, bei der Vorstellung wäre selbst Viktor Frankenstein bei Greenpeace eingedreht, oder? Wenn sie was Gescheites machen mit einer Gentechnik, man könnte doch mal zum Schwein ein Sojagen einpflanzen. Ja, und rauskommen wir die erste voll vegetarische Tofu-Sau. Und wenn man die Tofu-Sau dann noch mit selbstmordgefährdeten Lemmingen rückkreuzt, erhält man ein suizidales Schwein, der sich selbst in die Fleischbrühe reinstürzt. Ja, und das können dann Tierschützer problemlos essen, weil man davon ausgehen kann, diese Sau wollte geschlachtet werden. Ja? Nur wer soll das ganze Zeug essen, sagt die Industrie. Na, wir brauchen doch die Gentechnik, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Schön und gut, aber der Großteil des gentechnisch veränderten Maises wird in Amerika angebaut. Und wenn ich mir so den durchschnittlichen Ami vorstelle, so hungrig sieht er gar nicht aus. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die ganze Welt ertrinkt in Nahrungsmitteln. Nur, ich hab nichts zu fressen gehabt. Ja, da sind sie schon gekommen, es war 8 Uhr, als erster ist Jürgen gekommen. Jürgen, alter Kanone, Philipp, alter Waschtau, du, ich hab einen Zwetschgeschnaps dabei. Zwetschgeschnaps, super, ich hab ein Biobier da. Lamsbräu, Dinkel, Biobier. Lieber nett, wer heute Dinkel trinkt, umarmt morgen Bäume. Ja, als nächstes kam dann der Bernd und der Bernd hat einen Bembel dabei gehabt, einen Bembel in Most. Ja, das ist Most von der Finkenwerdener Holzbirne. Die ist vom Aussterben bedroht. Na, so wie es Zeug schmeckt, hat es wahrscheinlich auch verdient. Fand er auch nicht so lustig. Und dann kam die Petra. Und die Petra, die hat einen Meeresfrüchtesalat dabei gehabt. Da sagt, das ist ja super Meeresfrüchtesalat, weil welche eure Allergie habe ich ja jetzt gar nicht zum Essen. Jetzt können wir erstmal den Meeresfrüchtesalat essen und dann gucken, wie es mit unserem Slow Food weitergeht. Also Entschuldigung, Philipp, beim Slow Food können wir doch wohl keinen Meeresfrüchtesalat essen. Und warum können wir da keinen Meeresfrüchtesalat essen? Na, Petra, zum einen ist da Schorimi drin. Was ist ein Schorimi? Das weiß ich. Schorimi, das ist gepresstes Krebsfleisch. Ja, als das wird's verkauft.
In den meisten Fällen ist aber Schirimi hydrolysierter Schweineknorpel, geliertes Rinderblutplasma und Weizenkleber. Mit einem Wort zusammengekleisterte Schlachtabfälle. Ich sag, Moment mal, ernährungsphysiologisch ist gegen frische Schlachtabfälle gar nichts einzuwenden. Außer, dass es total eklig ist. Na ja, Petra, eklig ist relativ. Na, meine Schwester ist zum Beispiel Vegetarierin. Die sagt immer, Philipp, von deinem Döner musst du dich da nicht übergeben. Sag ich schon, aber im Gegensatz zu deinem Hirsauflauf kriege ich das Zeug vorm Kotzen wenigstens runter. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, Ekel ist, wenn man es genau betrachtet, doch gar kein physiologisches, sondern eher ein kulturelles Konstrukt, oder? Guck mal, was ein Nutztee ist und was ein Haustee ist, ist doch eine vollkommen willkürliche Festlegung. Und mit Gesundheit kann man denn argumentieren. Hier, Rinderwahnsinn, habt ihr schon was von Dackeldemenz gehört? Nee, also. Ja, guck mal, Lebensmittel, die wir seit tausenden von Jahren zu uns nehmen, sind doch genauso Schocker. Ich habe gelesen, was ist denn eigentlich Honig? Es hat mich erschreckt. Honig, also, Blattläuse saugen Blättersaft, scheiden das am Hintern als Honigtau aus. Bienen kommen, lecken vom Hintern der Blattlaus den Honigtau runter, schlucken ihn runter, tragen ihn in den Stock und würgen ihn da wieder hoch. Also meins, ihr seid wirklich die Ersten, die bei der Stelle geklatscht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, ich habe gesagt, komm, wir ekeln uns hier vor Schlachtabfällen, dabei stecken doch die modernen Gefahren einer Ernährung heute doch noch ganz woanders. Ich habe gesagt, Petra, war das Zeug zum Beispiel in Plastik eingeschweißt? Ja, das war in Plastik. Siehste, ja, in Plastik sind Weichmacher, habt ihr davon mal gehört, Weichmacher. Ja? Und die Weichmacher diffundieren ins Essen und wirken dort im Essen wie weibliche Östrogene mit schlimmen Folgen. Hier, Spermienmissbildung. Erektionsstörungen, Weichmacher halt, klar, logisch, so kommt das. Ja, klar, da kommt es her. Ja, der deutsche Mann leidet unter einer chronischen Östrogenvergiftung. Philipp, das ist ja furchtbar. Jürgen, da sagst du was. In 20 Jahren rufen dich deine Kumpels an. Jürgen, Stammtisch fällt aus, der Klaus muss zur Mammographie und ich hab meine Tage. Philipp, das ist nicht witzig. Das heißt doch erstmal, dass wir bei unseren Slowfood-Abenden auf jede Form von Plastikverpackung verzichten müssen. Haben gesagt, das ist eine gute Idee. Haben wir abgestimmt. 4-0 gegen Plastik. Haben 4 Schnäpse ausgeteilt. Und beschlossen, alles nur frisch vom Markt und vom Bauernhof. Haben gesagt, das ist Slowfood. That's the spirit of Slowfood. Aber jetzt haben wir ja gar nichts mehr zum Essen. Ich hätte noch eine Tüte Weingummi dabei. Also Entschuldigung, Petra, Weingummi ist doch wohl beim Slowfood auch total tabu. Und warum ist jetzt Weingummi schon wieder total tabu? Na, hör mal zu, Weingummi, das ist purer, raffinierter Zucker. Steht gar nicht drauf. Hier steht nur drauf, ohne Fett. Weingummi ohne Fett. In Weingummi war noch nie Fett. Weingummi ohne Fett, das ist wie ein Schild im Supermarkt. Hier Salat entschuppt und ohne Gräten. Außerdem ist Industriezucker pures Gift. Ja, wir müssen doch mit irgendwas süßen. Wir können doch einfach Honig nehmen. Ich esse keine Bienenkotze. Na, ihr stellt euch an, dann benutzen wir zum Süßen einfach Süßstoff. Können wir schon machen, Jürgen, aber Süßstoff macht halt leider dick. Süßstoff macht doch nicht dick, Philipp. Süßstoff ist doch ein Diätprodukt. Wirkt aber wie das Gegenteil. Habt ihr gewusst? Süßstoff wird in der Tierindustrie als Masthilfe eingesetzt. Wenn man Tieren Süßstoff zufüttert, fressen die mehr. Funktioniert bei ihnen genauso. Klar, die Zunge schmeckt süß. Hä? Schmeckt süß und schaltet die Bauchspeicheldrüse ein. Die produziert Insulin, um den Zucker abzubauen. Problem ist ja nur, da ist ja gar kein Zucker. Also, viel Insulin im Blut, aber kein Zucker. Was ist das? Ein Unterzucker. Und Jürgen, was bekommt man, wenn man Unterzucker hat? Dascht! Na, haben wir 4 Schnäpse ausgeteilt.
und uns eindeutig gegen Zucker, Süßstoff und Honig entschieden. Da habe ich gesagt, Mensch, eine Dynamik, aber ich meine, was will man jetzt eigentlich essen? Also ich bin trotzdem dafür, dass man beim Slow Food ganz viel Fisch esse. Oh, ich weiß nicht, Petra, ich mag überhaupt gar keinen Fisch. Aber Jürgen, Fisch ist doch ganz wichtig, welche der Omas drei Fettsäuren. Welche was? Welche der Omas drei Fettsäuren? Du meinst Omega-3-Fettsäuren? Ja, das ist ein ganz wichtiges Antioxidationsmittel. Hast du Angst zu rosten oder was? Das ist doch derselbe Grund, warum wir die ganze Zeit schon Vitamin C fressen müssen, blöd. Oder? Das ist auch so ein Antioxidationsmittel, Vitamin C, oder? Überall ist heute Vitamin C drin. Sanostol plus C, Aspirin plus C, OB plus C. Dabei hat mein Doktor zu mir gesagt, ein Mensch kann am Tag eh nur 100 Milligramm Vitamin C aufnehmen. Den Rest pinkelt er einfach wieder raus. Zusammen mit der Folsäure und Biotin. Früher war der Rhein eine Drecksbrühe, heute ist eher so eine Art Multivitaminsaft. Ja, ja, und jetzt wo, jetzt, wo wir alle voll sind mit Vitamin C bis unter die Präfrontallappe, müssen wir uns natürlich einen anderen Quatsch andrehen, oder? Und dann ist es natürlich Omega-3-Fettsäure, oder? Hätten Sie auch schon mal Omega-3-Fettsäure gegessen? Hätten Sie auch schon mal was gegessen mit Omega-3-Fettsäure? Ja? Wissen Sie eigentlich, was Omega-3-Fettsäure ist? Warum kauft das dann? Himmel, Herrgott, ich habe gesagt, Petra, weißt du eigentlich, für was das Omega-3 steht? Nee, das weiß ich nicht. Kann ich dir sagen. Omega-3, das ist der Planet, wo 2/3 aller deutschen Ernährungsberater herkommen. Hat sie zu mir gesagt, Philipp, das kann überhaupt nicht sein. Ich habe nämlich in der Brigitte gelesen. Ich habe in der Brigitte gelesen, die Eskimos bekommen weniger Herzinfarkt und es liegt eben daran, weil die Eskimos viel Fisch essen. Habe ich gesagt, ja, Petra, und Robben. Oder? Eskimos essen viel Robben. Ich meine, vielleicht ist das ja gut fürs Herz. Vielleicht müssen wir am nächsten Slow Food mal eine frische Robbe schlachten. Hat sich aufgeregt, oh, ich mache mich hier über die Eskimos lustig. Habe ich gesagt, ich mache mich nicht über die Eskimos lustig. Aber erst haben wir jahrelang alles in Olivenöl ersäuft, weil die Italiener wenig Herzinfarkt bekommen. Und jetzt müssen wir Fisch fressen, weil die Eskimos wenig Herzinfarkt bekommen. Ist doch absurd, nur weil die Eskimos das so machen und den Eskimos das vielleicht gut tut. Heißt noch lange, dass wir es genauso machen müssen, oder? Der Eskimo macht es doch auch nicht. Oder wenn man so einem Eskimo sagen wird, hör mal zu, der Hesse bekommt weniger Gicht. Na, dann haut er sich auch nicht den ganzen Tag Handkäse mit Musik in den Kopf. Ja. 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 An den Essgewohnheiten erkenne ich immer das mangelnde Nationalgefühl dieses Volkes. Geht mal durch eine große deutsche Stadt oder geht mal durch München. Da findet ihr alles. Da findet ihr Italiener und Spanier und Chinesen und Sushi. Jeder haut sich heute wie blöd Sushi in den Kopf. Kalter Reis mit rohem Fisch wird mir als Delikatesse verkauft. Nur weil asiatische Hausfrauen so doof sind zum Kochen. Ja, oder der allerneueste Fatz ist ja Crossover Food. Kennt ihr Crossover Food? So Kombinationsküche, da wird kombiniert. Da gibt es indisch-asiatische Küche oder hawaiianisch-kreolische Küche. In München auf dem Rosenheimer Platz gibt es gerade ein Restaurant, die bieten griechisch-bayerische Spezialitäten an. Was ist denn eine griechisch-bayerische Spezialität? Hä? Schweinshaxe Mykonos oder? Hä? In Tübingen, wo ich studiert habe, da gibt es sogar eine Fusion-Dönerbude. Die machen Kombinationsdöner. Oder jetzt? Da gibt es Döner, Pommes, Pizza, Autozubehör. Na, da geht man rein, sagt eine kleine Pommes, kommt noch was dazu? Ja, ein Satz Windereifen. Ja. Aber wo bekommt man heute noch in Deutschland ein richtig gutes Sauerbraten? Wenn meine Ex-Freundin am Samstag immer zu mir gesagt hat, Philipp, wo gehen wir heute Abend hin? Gehen wir heute Abend zum Italiener? Oder gehen wir heute Abend zum Spanier? Wisst ihr, was ich da immer gesagt habe? Ich möchte zum Deutschen! Ich möchte einfach nur zum Deutschen! Ja, und dann geht man zum Deutschen. Dann geht man zum goldenen Lamm, zum silbernen Hirschen, zum gedünsteten Reichsadler. Ja, schlägt die Karte auf und was liest man in der Karte? Steckrüben. Carpaccio! Steckrüben Carpaccio!
Entschuldigung, ein Carpaccio ist von einer Steckrübe so weit entfernt wie Wolfgang Schäuble von einem ausgeglichenen Haushalt. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Alles, was in Deutschland in Scheiben geschnitten wird, heißt auf einmal Carpaccio. Ja, rote Beete-Carpaccio und ein Lachs-Carpaccio. Dabei gibt's so ein schönes deutsches Wort für Carpaccio. Aufschnitt. Oder? Aufschnitt sagt alles. Aber klar, für einen Steckrübe-Aufschnitt kann ich nicht 23,90 Euro verlangen. Schon klar, gell? Ja. Ja. Jedes Essen, und wenn es noch so trivial ist, wird erstmal italienisiert und asiatisiert. Seit Jahren haut jeder Trottel nur noch Ingwer und Zitronengras in die Kürbissuppe, nein, dass alles nur nach Spülen schmeckt. Ikea verkauft im Jahr in Deutschland 80 Millionen Hackfleischbällchen. 80 Millionen Hackfleischbällchen! Das heißt, jeder Deutsche isst im Jahr ein Hackfleischbällchen von Ikea. Und wisst ihr, wie der Dreck heißt? Wisst ihr, wie der Dreck heißt? Ja, genau, Köttbullar. Ja, schon, wer frisst denn freiwillig was Köttbullar heißt? Ja, wenn man Köttbullar bestellt, muss man sich nicht wundern, wenn dann panierte Schafsködel über der Teller rollen. Und wisst ihr was? Wisst ihr was? Wie was? Am frechsten treibt's der Franzos. Oder? Am frechsten treibt der Franzos. Seit Jahren greift der Erbfeind nach dem deutschen Eisbein. Selbst im Herzen dieser Republik, wo die deutsche Esskultur in ihrer ursprünglichen Schönheit gefördert und gewahrt bleiben sollte. Wisst ihr genau, worüber ich rede? Ich rede vom Besucherrestaurant des Deutschen Bundestages. Da habe ich eine Haxe bestellt. Und wisst ihr, wie die Haxe gekommen ist? Als Pralines. Ja, also kleine Haxe-Pralines. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, Herr Ober, wo ist denn da die Kruste? Hat er zu mir gesagt, ja, wir wollten das Gericht leichter machen. Du hast selbst gefressen, du Arsch! Ja, Entschuldigung, eine Haxe ist doch kein leichtes Gericht. Bei einer Haxe muss der Schweiß fließen. An einer Haxe muss der Organismus arbeiten wie eine Python an einem japanischen Sumo-Ringer. Entschuldigung, leicht. Was sind denn das für blasphemische Vorstellungen? Die deutsche Küche ist nicht leicht. Ja, leicht entspricht nämlich gar nicht unserem dunklen, teutonischen Gemüt. Für unseren Weltschmerz brauchen wir Deutsche eine solide Unterlage. Fleisch, Brot, Butter in rauen Mengen. Pfälzer Saumagen. Das ist ein schönes germanisches Gericht. Es ist nämlich kräftig und grausam. Auf sowas würden nämlich andere Nationen gar nicht drauf kommen, so ein Schwein zu schlachten, zu zerhäckseln und zum Verzehr zurück in seine eigenen Verdauungsorgane zu stopfen. Von den Thesen sind meine Mitesser natürlich fast ein bisschen entsetzt gewesen. Also Philipp, ich hätte jetzt eher geglaubt, dass wir bei unseren Slowfood-Abenden besser ganz auf Fett verzichten. Aber Peter, du bist gut. Welche dir muss ich auf Käse, Sahne und Butter verzichten? Darf ich mir ein bisschen Schweineschmalz in mein Wirsing reinhauen? Sag mal, Schweineschmalz, bist du wahnsinnig, Philipp? Tierisches Fett, hast du noch nie was von Cholesterin gehört? Stimmt, das ist total doof, wie auch wegen den ganzen Acrylamiden. Moment mal, in Pflanzenfetten entstehen doch auch Acrylamide. Gut, dann habe ich einen Kompromissvorschlag. Wir verzichten bei unseren Slowfood-Abenden einfach sowohl auf pflanzliches als auch auf tierisches Fett. Moment mal. Abstimmung 3-1 gegen Fett. Na, haben wir 4 Schnäpse ausgeteilt.
Ich sage, Jürgen, also Jürgen, von dir bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Philipp, das sind übel nimmer, aber ich bin halt auf Diät. Warum bist du auf Diät? Na, warum? Ich bin zu dick. Jürgen, wer sagt denn zu dir, dass du zu dick bist? Man's Health. Wer ist denn der Man's Health? Ja, Man's Health, das ist so eine Männerzeitschrift. Was, und die Männerzeitschrift sagt dir, dass du zu dick bist? Also, als ich noch Männerzeitschriften gelesen habe, da waren da nackte Weiber abgebildet. Ja. Na, das. Gell, an der Stelle seid ihr mitbekommen, gell? Ja, schön, ja. Ja, die Sache halt, ich hätte halt meinen Body-Mass-Index überschritten. Was ist denn der Body-Mass-Index? Ja, Body-Mass-Index, Philipp, das muss man. Body-Mass-Index, das ist Gewicht durch Größe zum Quadrat. Was? Gewicht durch Größe zum Quadrat. Das klingt ja total willkürlich, oder? Gewicht durch Größe zum Quadrat. Warum ist es nicht Größe durch Gewicht zum Quadrat? Oder Größe durch Gewicht zum Quadrat mal Wurzel aus der Länge der Fußnägel? Na, die Sache halt, mit meinen 1,80 Meter und meine 85 Kilo wäre ich 5 Kilo zu schwer. Oder 5 Zentimeter zu klein. Siehst mal so, du bist nicht übergewichtig, du bist untergroß. Ja, ist doch ein totaler Willkür, oder? Irgendein Übergewicht, oder? Ja, da können wir auch sagen, alles, was unter 1,70 ist, ist jetzt pathologisch untergroß. Und wir wissen, was Untergröße für gefährliche gesundheitliche Konsequenzen hat. Kleine Menschen bekommen öfters Hirnblutung, weil ihm beim Skilift das Drehkreuz immer in die Binde rumst. Da immer eine Hysterie mit dem Übergewicht. Jeder überall Untergewicht. Untergewicht ist doch viel gefährlicher. Denk mal nach, guck mal, ich wiege 63 Kilo. Wenn ich 40 Kilo abnehme, was ist dann? Genau, dann bin ich tot. Ich kann mit 23 Kilo leben. Wenn ich 40 Kilo zunehme, passiert gar nichts. Selbst wenn ich 300 Kilo wiege, da werde ich nicht alt. Ist mir klar, mit 300 Kilo werde ich kein alter Mann. Aber erst einmal kann ich davon ganz gut leben. Oder? Im Straßenverkehr kann 300 Kilo sogar sicherer sein. Ja, wenn ich da so ein Smart anrumst, ist ein Fahrradboden, nicht du? Hä? Eine Hysterie, eine Übergewicht. Mein Arzt sagt, er hat mehr junge Patienten, die akute gesundheitliche Probleme haben, mit Untergewicht und nicht mit Übergewicht. Schau doch die ganzen Supermodels mal an. Manche sind so dünn, dass man beim Föhne anbinden muss. Ja. 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 Aber warum redet jeder über Übergewicht? Ich sag's euch, weil an untergewichtigen Mädchen verdient nur der Psychiater. An übergewichtigen Menschen verdient die ganze Industrie. Diätberater, Süßstoffhersteller, Brigitte-Redakteure. In Amerika werden jährlich für 27 Milliarden Euro cholesterinfreie Produkte verkauft. Und da gibt es cholesterinfreie Produkte, da haut's eine Schalte raus. Ich habe selbst in meinen Händen gehalten, in Amerika kann man sogar cholesterinfreies Wasser kaufen. Ja, ist natürlich schweineteuer, aber versucht man Cholesterin aus einem Stoff rauszuisolieren, was niemals drin gewesen ist, da schafft man sich tot, ne? Wirklich, dabei gibt es bis heute keine valide Studie, die irgendwie schlüssig beweist, dass die Menge von Cholesterin im Essen bei einem gesunden Menschen in einem Zusammenhang steht mit der Menge von Cholesterin im Blut. Okay, es gibt eine Studie von 1930 oder 1910, da hat ein russischer Wissenschaftler Kaninchen mit Eigelb und Hirn gefüttert. Da sind Meister Lampe die Koronarien explodiert. Hat er gesagt, ja, das liegt am Cholesterin. Ja, woran kann es noch gelegen sein? Dass so ein Has Hirn nicht so gut verträgt. Ja, weil Hasen Vegetarier sind. Ich meine, esst ihr doch mal 3 Monate lang 10 Kilo Heu am Dach. Ja, da können auch froh sein, wenn nur im Herzinfarkt krepiert, oder? Oder auch Cholesterinsenker, was das eine Schotter, eine Geldmacherei mit dem Cholesterinsenker ist. Ich habe neulich eine Studie gelesen über so einen Cholesterinsenker. Pass mal, wissenschaftliche Studie, Thema für sich allein schon. Da hat man 4000 Menschen Cholesterinsenker gegeben und 4000 Menschen hat man keine Cholesterinsenker gegeben. Hat man 5 Jahre gewartet. Nach 5 Jahren waren 6 Leute in der Gruppe, die Cholesterinsenker genommen haben, am Herzinfarkt gestorben. 8 Leute in der Gruppe, die keine Cholesterinsenker genommen haben. Ergebnis der Pharmaindustrie: Cholesterinsenker senken das Herzinfarktrisiko um 34%. Weil in 5 Jahren 2 Leute mehr gestorben sind. Was weiß denn ich, woran die gestorben sind? Vielleicht haben sie einfach nur der Hochzeitstag von ihrer Frau vergessen.
Oder mussten zur Strafe mit zum Florian Silbereisen Konzert, da ist die Bumme stehen geblieben. Warum so? Also, ja, kein Wunder, dass solche wissenschaftlichen Studien die Menschen heute total verunsichern. Und dann kommen noch die ganzen Lebensmittelskandale dazu. Jedes Jahr ein Lebensmittelskandal. Dioxin haben wir dieses Jahr schon hinter uns. Das war ja langweilig, oder? Dioxin war überall drin. Wisst ihr aber, könnt ihr euch noch erinnern, Nordrhein-Westfalen, Nikotin in den Eiern. Das war geil, oder? Nikotin in den Eiern, das klang wild und gefährlich. Das klang nach Rock'n'Roll. Ja, weil man sich gefragt hat, welche Sau verkauft den Hühnern eigentlich die Kippen? Ah. Ja. Ja, ja, aber alles wird hochgekocht. Jeder Skandal, es wird hochgekocht durch die Medien. Und ist ja ganz klar, warum wird über Lebensmittelskandale gern geredet? Weil ein Lebensmittelskandal ist die letzte Möglichkeit für einen deutschen Politiker, noch eine gewisse Handlungsfähigkeit zu beweisen. Bei der Finanzkrise kann man nicht einfach nur 10.000 Manager keulen. Ja, gegen die Schweine von der Hyperreal Estate kann man sich nicht impfen lassen. Ja, gegen die Schweinegrippe kann man sich impfen lassen, oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Für 500 Millionen Euro hat die Bundesregierung 50 Millionen Impfdosen gekauft. Gegen Ende Dezember gab es kein Gramm Streusalz mehr, dafür 50 Millionen Impfdosen. Ja. Ja, ja, aber das erfüllt alles seinen Zweck. Und warum? Weil es uns Angst macht. Ja, es macht uns Angst vor Adipositas, vor Immunschwäche, vor Herzinfarkt, vor freien Radikalen. Freie Radikale, das klingt ja schon wie die Stoffwechsel-Hisbollah. Damit wir angstschlotternd in den Supermarkt laufen und irgendeinen Mist kaufen. Sowas wie Joghurt mit einer extra Portion Calcium. Ich nehme mittlerweile so viel Calcium zu mir, dass ich kleine Tropfsteine in der Kloschüssel bilden. Immer wenn ich sowas lese, Joghurt mit rechtsdrehenden Bakterienkulturen, da kräuselt es mir die Fußnägel hoch. Bitte meins, ich möchte nicht, dass ihr aus diesem Studio rausgeht und nochmal so eine Scheiße kauft. Und warum? Es gibt nämlich keine rechtsdrehenden Bakterienkulturen. Auch wenn ich vielleicht ein Weltbild zerstöre. Eine Bakterienkultur dreht sich nicht rechts. Und wenn sie sich rechts dreht, dann macht sie synchron schwimmen. Wenn sich überhaupt irgendetwas in diesem Joghurt rechts dreht, dann ist das die Milchsäure. Weil Milchsäuremoleküle besitzen ein sogenanntes asymmetrisches C-Atom. Und asymmetrische C-Atome besitzen die Eigenschaft, polarisiertes Licht gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Und wenn ihr euch fragt, ist das relevant für meine Verdauung? Ihr Darm sieht's genauso und scheißt, was er nicht braucht, wieder aus. Dankeschön, kommt nach Hause, auf Wiedersehen.